Seid gegrüßt, meine holden Butterblümchen. Wir machen hier heute ein Liebesorakel. Und zwar schauen wir auf die Liebe, wollte ich jetzt sagen. Aber und zwar ist es ein allgemeines Reading. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Wir machen hier ein kleines Orakelchen und ein allgemeines Reading. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, ihr kennt das bestimmt schon auswendig, ne? Ich auch. Ja, wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann schau mal unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Homepage, Kartenlegen Mareike. Schreib mich am besten über WhatsApp an, denn das geht am schnellsten. So, die wollen schon so springen hier die ganze Zeit, die Karten. Und das machen wir jetzt. Wir lassen hier mal so ein paar Karten springen. Und schauen einfach mal, was ist heute wichtig, was zeigt sich, was offenbart sich uns heute hier. Und dann gucken wir mal weiter. Ach so, noch eins zu dieser persönlichen Legungssache, ne? Ihr braucht mir da auch noch überhaupt nicht irgendwie die ganzen Hintergründe und die ganze Geschichte und alles schreiben. Weil am allerliebsten gucke ich erstmal so, ne, für mich alleine erstmal so drüber. Und dann erzähle ich dir, so wie ich aus meiner Sicht das Ganze sehe. Und dann kannst du mir ja auch noch was erzählen nachher und deine Fragen stellen. Aber erstmal habe ich das so ganz gerne, dass man erstmal so drauf guckt. Was ist im Moment Sache? Ne? Verstehst du? Und deswegen gucken wir jetzt hier. Was ist denn hier Sache? Oh. So, let's go, meine Liebe, let's go. So, mal ordentlich hier mal eben hinlegen. Und dann gucken wir, was verbirgt sich. Ich könnte mal wieder ein Single-Orakel machen, ne? Für die Single-Lingel-Lingel. Das wäre doch mal was. Könnte ich ja mal wieder tun. Oh, da haben wir schon die Mäuse, die direkt hier. Oh, erstmal. Aber gar nicht so schlecht, weil die Mäuse nagen in dem Fall an der Unklarheit, ne? Also hier, was hier sich auflöst, dass die Unklarheit darüber, ob du etwas verlierst oder nicht. Da entscheidet sich das nämlich hier mit dem Weg. Ne? Und zwar im Winter noch wird das Ganze eine neue Farbe bekommen. Also alte Verluste kannst du da loslassen. Und das, denke ich mal, ist doch sehr positiv. Alte Verluste nicht, alte Verlustgefühle. Alte Verluste übrigens auch, die kannst du auch loslassen. Den ganzen Kram von früher sowieso loslassen. Aber hier wird eben eine Entscheidung getroffen. Und ja, wir Menschen sind ja allgemein meistens nicht so die Entscheidungsfreudigsten, ne? Und in dem Fall hier ist es aber, wird aber Tacheles geredet. Vorsichtig aber trotzdem, ob du den Worten im vollen Umfang trauen kannst, ne? Vielleicht wird hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und dir ein bisschen viel versprochen. Möglich ist das, ne? Aber ich will damit nicht sagen, dass er hier komplett dir einen vom Pferd erzählt. Es ist aber so, ja, dass er oft versucht, sich rumzuschlängeln, also dein Gegenüber in dem Fall, Mann, Frau, egal, ne? Sich durchzuschlängeln und ja, möglichst um Entscheidungen diesbezüglich drumherum zu kommen, ne? Das ist in dem Fall aber nicht möglich. Jetzt steht er mit dem Arsch an der Wand und aus der Situation heraus, wenn er sich in der Ecke gedrängt fühlt, kann es schon mal sein, dass eine Notlüge kommt. Also da musst du aufpassen in der Kommunikation hier, ne? Es könnte auch ein bisschen Reibung geben, ne? Und zwar bei einem Treffen hier, das hier liegt, haben wir hier so ein bisschen die Routen, das heißt, da kommen Sachen auf den Tisch, die vielleicht auch nicht so angenehm sind, ist aber nicht schlimm, ist nämlich wichtig. Das muss nämlich, vielleicht hat er sich in der Vergangenheit auch immer gerne eben rausgezogen, wie ich das gerade auch schon beschrieben habe. Und ja, damit ist jetzt Schluss mit lustig und ja, da muss er manchmal auch konfrontiert werden mit seinen Dingen. Und so wie es aussieht, wird er damit jetzt konfrontiert, ne? Ja, hier der Reiter und das Kind dann so, also es geht im Grunde genommen sehr, sehr unbeschwert und positiv dann erstmal danach voran, ne? Nach dieser Phase der Schwierigkeit, der Unentschlossenheit, Unklarheit, Verlustsorgen, geht es dann erstmal so, ja, unbeschwert und positiv voran.
bis zu diesem besagten Treffen hier, wo dann nochmal eben ein Gespräch, eine Reibung oder was weiß ich, wie ich das auch immer ausdrücken soll, zustande kommt hier, ne? Nichtsdestotrotz, das ist nicht das Ende des Tages. Denn mit der Sonne geht es ja auch positiv wieder nach vorne, ne? Also es ist nicht das Ende, sondern es wächst trotzdem. Ich sage nicht Konflikte scheuen, manchmal sind die sehr wichtig, um überhaupt was aufzulösen und loszuwerden, ne? So, und hier geht es eben um den Gefährten. Och, guck mal, wie schön die hier unter dem wunderschönen Sternenhimmel stehen, die beiden, ne? Also hier geht's, die sind sich sehr vertraut, wie man sieht. Hier geht es um Nähe, Vertrautheit, ne? Eine enge Bindung. Hier steht sogar Karma-Band, also karmische Verbundenheit. Und ja, vor allen Dingen aber geht es hier um ein Treffen, eine Begegnung, ein Date, wie auch immer. Es kann doch sogar Zufallsbegegnung sein, wo man sich sofort wieder sehr nah und verbunden fühlt. Ne? Wir haben hier übrigens den Park Jalin, das könnte ich hier so drauflegen, weil ich glaube ja auch, dass es da so eine Art von. Und wieder bin ich ans Stativ gekommen. So eine Art von Zusammentreffen gibt. Wir können ja nochmal. Wo haben wir das denn hier? Wir ziehen nochmal ein Kärtchen hier von den schnuckeligen Karten. Wollen wir mal schauen. Da haben wir sie schon. Tada! Seltsam einsam. Oh ja, ich hatte ja mal gesagt, ihr kennt das Gefühl, um einen rum alles Menschen, ganz viele Menschen zu haben, aber trotzdem sich für sich ganz alleine zu fühlen. Und das ist ja ein sehr seltsames Phänomen, weil man sagt, Mensch, du bist doch nicht alleine. Ne? Hier sind auch Menschen, die dich mögen. Nein, aber in sich fühlt man sich dann in dem Moment aber alleine. Und hier geht es auch darum, sich an gewissen Dingen nicht festzuklammern, vielleicht ein Stück weit auch loszulassen, damit das Ganze. Ich sag mal, wie ein Hund, der an der Leine ist, und wenn du die Leine abmachst, er trotzdem neben dir weiter herläuft. Blöder Vergleich jetzt hier, ich weiß. Ist auch überhaupt jetzt nicht so, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine, eben. Also den Druck raus, also loslassen von etwas, was dann aber trotzdem bleibt. Ne? Und wie immer ziehen wir noch einen inneren Buddha-Schnuller. Ich mach's heute kurz und knapp, es ist schon sehr spät und ich habe ja auch nicht immer so die Zeit. Aber heute machen wir trotzdem. Wir sind eine Einheit und alle untrennbar miteinander verbunden. Gib immer dein Bestes, ohne nach Gewinn oder Verlust zu streben. Alles, was du aussendest, kehrt irgendwann zu dir zurück. Also, meine Lieben, ich muss jetzt auch leider. Ich würde mich übrigens über ein Däumchen nach oben freuen, habe ich ganz vergessen zu sagen. Oder ein Abo. Oder ein Kommentar. Ganz gleich. Ich werde jetzt hier schon Schluss machen. Ich habe heute wirklich nicht die meiste Zeit. Dafür mache ich ja auch gar keine Werbung erst rein. Lassen wir das mal. Machen wir werbefreie Zone heute. Es sei denn, von YouTube wird das selber gemacht. Ne? Dann ist es nicht von mir. Ich wünsche euch einen schnubbeligen Abend noch und wir sehen uns morgen oder heute bei der Abendbotschaft. Tschüss.